Ja, nun fahr dich doch mal ein bisschen runter, Mädel. Also, es kann ja wohl nicht wahr sein. Du kannst doch ein bisschen dich runterfahren. Du, guck mal, du willst hier in den Markt rein, ja? So kommst du in keinen Laden rein, wenn du so bist. Kann doch nicht wahr sein. Also, du hast hier richtig Scheiße gebaut. Du hast aus dem Getränk, hast ein Getränk geöffnet, zur Hälfte ausgetrunken, dann noch die Verkäuferin beschimpft, geprügelt, gepöbelt, sonst irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Du hast schon 160 Anzeigen. Und jetzt kommst du auf den Dreh, dass du da wieder rein willst? Das wäre genauso wie, wenn ich irgendwo in eine Sauna gehe mit einem Pelzmantel und sag, ja, jetzt gehe ich hier in die Sauna und setz mich hier mal hin. Obwohl da eine Kleiderordnung ist, nämlich gar nichts. Du hast dich so benommen wie, was weiß ich, du könntest bei mir den ganzen Tag den Boden schrubben. Werd mal wach, Mädel, ganz ehrlich. So kommst du in keinen Laden hier rein, wenn du so bist.